Was geht ab, meine Seefighter, außer dir? Und die Wartung in Dragon Ball Legends ist nun zu Ende. Hinzu kam unter anderem eine neue Kampagne, bei der wir bis zu 2000 Zeitkristalle uns erfarmen können. Ja, Free-to-Play-Kristalle an der Stelle, nur her damit, Sam und Isam. Aber wir uns dementsprechend alle Informationen und Details anschauen, die hinzukamen, denn es kam noch ein bisschen mehr dazu. Aber wenn wir damit anfangen, mit der Danke für die Treue-Kampagne und man uns anschauen, außer ganz wichtig, die Kampagne hat einen Zeitraum, heißt, ihr müsst die Missionen bewältigen bis zum 4. Juli. 4 Uhr morgens unserer Zeit. Wir bekommen aber dadurch, indem wir 55 Missionen abschließen, folgende Preise. Wir werden uns die Mission gleich Täter ansehen, was wir da machen müssen. 1 Million Zenny an der Stelle, Superseelen jedes Typus, beziehungsweise von Gelb, Lila, Blau, Rot und Grün A4 Stück. 2000 Zeitkristalle und 100 Freipässe an der Stelle gibt es dafür, wenn wir die 55 Missionen bewältigen. Wir werden uns die Mission gleich ansehen. Zweitens, Superdimensionsduell ist online, heißt die zweite Season. PvP-Match, wenn ich das so sagen darf, ist online, geht bis zum 27.06. an der Stelle, 4 Uhr morgens unserer Zeit, ganzen Saisonbelohnung und Ganglisten-Belohnung könnt ihr euch an der Stelle ansehen. Ich wünsche auf jeden Fall sehr, sehr viel Glück für diejenigen, die da auf jeden Fall PvP durchstarten wollen. Und dann, wenn wir uns das Ganze noch ansehen, Mitteilung zum Spiel-Update, folgendes ist hinzugekommen, wenn ich das so sagen darf, genau. Und zwar, Hauptstory Teil 1, Kapitel 1 auf schwer wurde hinzugefügt, sofern ihr die Hauptstory durchgespielt habt. Also wenn ihr die Hauptstory auf normal durchgespielt habt, bis Teil 1, Kapitel 7, Abschnitt 8, schaltet ihr Kapitel 1 auf schwer frei. Dann gibt es noch zwei neue Abschnitte für die Daily Stages von den Bonuskämpfen Zenny und Experience. Heißt an der Stelle mehr Experience und Zenny pro Tag, bin ich dabei. Und um die Annahme aller Gegenstände in 30 Tagen zu erleichtern, ist der Zeitabstand der Gegenstandsannahme via Helferbots. Da steht Herrferbots, aber das soll eigentlich Helferbots heißen. Das sind die Bots, die man sich im Shop kaufen kann, also diejenigen, die es gekauft haben. Da senkt sich quasi der Cooldown, der Reset von 24 Stunden auf 20 Stunden pro Tag. Also sammeln die Bots quasi jede 20 Stunden die Sachen ein, die sie einsammeln sollten. Genau, so viel dazu. Deswegen würde ich sagen, wir schauen uns erstmal die Missionen an der Stelle an. Da gibt es wirklich viel zu machen, auch wenn es Free-to-Play ist. Aber wir gucken uns an, was wir da genau machen müssen. Nämlich, wenn wir hier einmal hinswitchen, sehen wir hier schon die ganze Mission. Ja, das sind dort, wo Event steht. Hier könnt ihr, wie gesagt, bis zu 2000 Zeitkristalle unter anderem euch erfarmen. Wir haben uns die Preise gerade angesehen. Was muss man aber dafür machen? Was muss man dafür machen? Und zwar, im Prinzip müsst ihr von dem Typus Rot, Blau, Gelb, Lila und Grün von diesen 5 Typen bzw. Elementen jeweils 3 Charaktere von 0 auf Level 1000 bringen. Hört sich erstmal viel an, zudem müsst ihr noch quasi für die Freipässe bis zu 10 Online-Kämpfe spielen. Hört sich erstmal für die Zeitkristalle viel an, beziehungsweise für die ganzen Belohnungen, aber wenn wir uns das Ganze ansehen mal für Charakter Blau, hier fängt das Ganze an, beziehungsweise fangen wir mal bei Grün an. Da sind nämlich, glaube ich, alle Missionen noch hier bei mir ganz unten gelistet, genau. Wenn wir uns die Mission für Charakter Grün anschauen, dann müssen wir quasi, beziehungsweise kommt das Game uns mit den Missionen entgegen. Und zwar, wenn wir uns das Ganze ansehen für Element Grün. Wie gesagt, ihr müsst aber für alle 5 Typen machen, für Elemente, die ich aufgezählt habe. Wenn wir da jetzt erstmal 3 Charaktere auf Level 300 bringen, wundert euch nicht, hier steht erstmal 2 dran. Der erste Charakter ist ganz oben, weil ich schon einen habe, also die Mission dazu. Wenn wir 3 Charaktere auf Level 300 bringen, bekommen wir wirklich eine solide Anzahl an Zenny zurück. Das ist quasi dafür da, um die Charaktere auf Level 300 zu bringen. Wenn wir die 3 Charaktere auf Level 600 bringen, bekommen wir die Superseelen zurück. Da kommt es einen Schritt entgegen. Natürlich müssen wir erstmal diese Superseele 2 einsammeln irgendwo. Aber wenn wir das gemacht haben, bekommen wir zum Glück 1. Dann haben wir schon mal 1 für den nächsten Charakter. Dann bekommen wir nochmal 1. Dann haben wir die 2 für den letzten Charakter. Also in einer Art und Weise kommen sie auf jeden Fall uns entgegen. Dann, wenn wir diesen Charakter auf Level 1000 gebracht haben, bekommen wir dann quasi die Kristalle. Und pro Element sind das dann 400 Kristalle. Und wenn wir das mal 5 nehmen, haben wir die 2000 Kristalle unter anderem und die ganzen Superseelen. Das meine ich damit, dass das Game da ein bisschen entgegenkommt. Ein bisschen kleines bisschen kommt es entgegen. Macht auf jeden Fall, um die Charaktere zu leveln, die Experience und Zenny Stage Daily für die Charaktere. Das kommt wirklich uns immens entgegen. Wir bekommen da sehr viel Experience und Zenny an der Stelle. Die Superseelen müsst ihr euch einsammeln. Wenn ihr zum Beispiel hier draufklickt und auf Start, leitet euch direkt auf die Story. Ist ein bisschen weird. Ich würde auf jeden Fall euch empfehlen, wenn ihr auf Charakter klickt, auf Seelenboost geht, dann zum Beispiel, ich wähle hier mal Goku aus und bei Goku in diesem Bildschirm hier beispielsweise hier auf Klassenaufstieg klickt und dann seht ihr dran, okay, das und das fehlt mir. Klickt ihr einmal auf Erhalt, dann zeigt es euch an, wo welche Superseele vertreten ist. Beispielsweise Superseele 2 ist bei Teil
1 Kapitel 1 Abschnitt 1 schwer oder Teil 1 Kapitel 4 Abschnitt 2 auf Normal. Wenn ihr draufklickt, dann leitet das euch direkt hin und dort könnt ihr die Superseelen erfarmen. Aber die Droprate ist sehr, sehr gering. Die Droprate ist halt legit echt gering. Wenn ich euch noch kurz ein Bild zeigen darf zu den Superseelen, dann ist es folgendes. Ist nicht von mir, ist von Reddit-User. Vielen lieben Dank dafür. Und zwar zeigt es uns an, wo welche Superseele zu wie viel Prozent droppt. Nehme ich ja mit dem Beispiel in Superseele 2, ist die Droprate 3,5% am höchsten bei Teil 1, Kapitel 5, Abschnitt 3. So müsst ihr das lesen an der Stelle. Genau, aber wenn wir dann wieder zurückkommen und zwar hier mal an der Stelle weiter gucken, was wir noch zu bereden haben. Online-Season hat angefangen, Zeit ist Season, könnt euch mal gerne reinstuppern, was es da gibt. Das Ganze geht bis zum 27.06. 4 Uhr morgens unserer Zeit. Um Saisonbelohnungen könnt ihr euch auch gerne mal hier durchschnuppern, was es gibt an der Stelle. Ist mehr oder weniger gleich. Boost-Charaktere sind quasi neu hinzugekommen. Wenn ihr diese neue Team nimmt, bekommt ihr quasi einen Boost. Apropos Team, wenn ich euch noch da ein weiteres Bild zeigen darf aus Reddit. Und zwar sind das quasi die momentan Top-Teams, eure Main-Units, die ihr in den Kampf nimmt. Jetzt sind wir Team 1, wären dann Broly, Vegeta und Kakarot. Und auf der Berg habt ihr dann auch Goku, Raditz und Charlotte. Und ja, genau, das sind die momentan Top-Teams. Lieben Dank auch an den User. So, dann haben wir noch quasi ein, zwei Sachen zu besprechen. Beziehungsweise was hinzukam, die neuen Abschnitte zu Experience und Zenny Stage. Ich würde euch auf jeden Fall jeden Tag empfehlen, das zu machen, weil ihr bekommt wirklich sehr, sehr viel Zenny und sehr, sehr viel Experience. Raditz, sein Event ist by the way offline gegangen. Und wenn ihr das Ganze geschafft habt, auf schwer klickt, dann könnt ihr da quasi Kapitel 1 auf schwer spielen. Aber was ich zeigen wollte, ist quasi zum letzten. Hier Bonuskraft Experience. Abschnitt 2 ist hinzugekommen. Wie gesagt, macht es auf jeden Fall, bekommt er sehr viel Zenny. An der Stelle super sehen, droppen hier auch auf der Stage ist sehr, sehr gut, wenn wir die quasi daily machen können. Und dasselbe gilt dann für Zenny Abschnitt 2 an der Stelle. Genau, Leute, dementsprechend werden das alle Infos und Details nach der Wartung zu den neuen Sachen. Wie gesagt, danke für die Treue, für eure Treue-Kampagne. So ist das Ganze. Holt euch auf jeden Fall, erfahrt euch auf jeden Fall bis zu 2000 Zeitkristalle unter anderem und viel, viel mehr. Bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall sehr viel Spaß und wir sehen uns auf jeden Fall das nächste Mal. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'm a girl.